Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Don't Starve Together mit der Serenipity. Hi. Jawohl, hallo ihr Lieben. Und dem Minjas, das ist der Typ, der hier labert und schon zum zweiten Mal in der dritten Folge gestarft ist. Ja, mit der dritten Folge hast du es, ne? Auf jeden Fall. Und Serenipity natürlich direkt hinterher aus Solidarität zu ihrem Männer. Das glaubst du. Das war einfach nur Unglück. Ich brauche noch mehr Gras, dann kann ich direkt da Fallen aufstellen, weil links von unserer Hütte sind direkt, Welche Hütte? Wir haben keine Hütte. Naja, von Hütte, du weißt, was ich meine. Entschuldigung, ich habe natürlich nicht Hütte. Von unserem Spawnpunkt. Von unserem Spawnpunkt, von unserem Tor. Mhm, nochmal zur Info für dich. Stand auch ja in deinen Kommentaren. Die Bäume erst dann fällen, wenn sie groß sind, weil, die dann mehr Holz geben. Okay. Also es ist halt besser, wenn die... Und wir versuchen mal, die Karte nicht zu drehen in dieser Aufnahme, damit wir nicht stundenlang diskutieren, in welche Richtung wir gucken. Das versuchst du. Ich werde die trotzdem drehen. So. Mein Freund. Okay. So, ich brauche so, ich stelle jetzt hier links Gras auf, stelle ich direkt Fallen auf. So, Playstrap. So. Ich brauche noch ein Gras. So, ich habe als Tipp bekommen, ich glaube... Ja. Ich glaube nicht, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Mein Charakter kann das Feuerzeug in die Hand nehmen und hat sozusagen eine dauerhafte Fackel. In der Nacht irgendwie, gell? In der Nacht, ja. Ich brauche mir gar keine Fackeln herstellen. Ich habe mit Willow auch schon im Solo-Let's Play gespielt, aber auf die Idee, das Feuerzeug da reinzulegen, bin ich ehrlich gesagt noch nie gekommen. Du hast ein Feuerzeug standardmäßig? Ja, sonst könnte sie ja nicht zündeln. Ja gut, ich dachte, die zündelt irgendwie. Nee, die zündelt mit Feuerzeug. Okay. Dass sich irgendwo dran reibt oder sowas. Du hast nur die Falle hingestellt. Direkt auf die Hasen links von unserer Base. Ich weiß, wo sie ist, von daher nicht so schlimm. Ich habe sie gerade weggenommen. Oh, überall Sachen. Flint und Möhren. Und der Kater Mounts im Hintergrund. Der will auch mit Don't Starve spielen. Genau. Wenn ich gleich still ist, macht er Don't Starve. Ja, du auch, mein Hase. Also. Ich bin kein Hase, es ist ein Kater. Aha. Wow, hier ist echt viel Kram in der Nähe. Das ist super. Das ist sehr, sehr gut. Ich werde hier mal alles looten. Hier ist auch sowas wie ein Heubiom, nenne ich das mal. Ein Heubiom? Ein Heubiom? Du meinst so ein oh, sind hier viele Möhren. Aber können wir nicht, wir brauchen Büffelscheiße, gell? Also das heißt, wir sollten uns so ein Minimallager machen und dann am nächsten Tag auf die Suche nach Büffelkacke gehen. Da ist Gold. Da ist Gold, ich sehe Gold und ein Friedhof und ein Todesding hier. Ein Todesding? Ja, hier ist so ein, wie so ein Friedhof, wenn du hier kannst du wiederbelebt werden. Ah. Ja. Hier oben sind auch ganz viele Gräber. Touchzone, ja, wenn du die ausgräbst, geht dein Hirn runter. Weil es Angst vor Toten hat, oder was? Wir brauchen aber erstmal eine Schaufel. Ja, da kommen auch manchmal Geister raus oder irgendwie sowas. Also eine Schaufel habe ich keine. Ich kann nichts ausgraben. Ja, ich könnte ausgraben. Mal gucken. Ich gucke mal, ob ich eine Schaufel schon her... Nee, ich kann auch keine Schaufel herstellen. Es wird dunkel, mein Herz. Obwohl ich genügend Kram habe. Kann ich? Oh, ich kann nicht. Ja, aber es ist nur dämmerig. Das ist nicht schlimm. Ich kann noch ein bisschen sammeln. Oh, Leertaste war das, ne? Leertaste. Oh, Gold. Muss nur rechtzeitig rüberkommen wieder. Gold. Ich hab ja ein Feuerzeug. Wir müssen nur auf die Dunkelheit achten. Ja. Sind hier viele Hasenhügel. Das ist gut. Mach so viele... Ich wollte gerade sagen, Drachen. Oh, ich kann mir einen Blumenkranz schon machen. Das ist gut. Cool. Sammelst du für mich ein paar mit? Ich habe nur 4 Blumen. Blumen? Habe ich nur 4. Ich probiere es. Mhm. Ich habe jetzt alle aufgebraucht. Alle 12. Mist, ich gucke jetzt erstmal auf der Map, dass ich nicht zu weit bin von dem... Da ist der Teleporter. Mhm. Ich laufe auch mal mit der Maus, ist einfacher. Ich glaube aber mal, ich komme zurück, oder? Okay. Also es ist falsche Taste. Naja, Hälfte der Dämmerung. Ich gehe nochmal weiter in den Süden. Ich werde hier... Upsi. Oh, Entschuldigung, ich habe die Oh, Kamera sollte ich nicht gedreht. Irgendwie Holz schlagen? Das mache ich jetzt auch mal. Ich habe die Kamera gedreht. Ja, da... Unbeabsichtigt. Bei uns waren aber keine, Keine was? Oh, ich bleib diesmal nicht wieder im Dunkeln.
Nee, mach das mal. Da ist so ein riesen V bei mir. Wo ist ein riesen V bei dir? So ein Truthahn oder so. Ach so, der ist aus dem Dings gekrochen, ne? Aus dem... Aus dem Busch. Ja, der macht... Der frisst die Beeren. Der macht... Ja, genau. Und der frisst die Beeren. Es wird dunkel. Hoffentlich schaffe ich das noch. Ja. Leg mal ein Feuerzeug. Nee, kann ich nicht. Ich mache uns schnell ein Feuer. Komm zu dir. Shit, ich habe kein Feuer. Ich brauche einen Baum. Hast du Holz? Nee, woher denn? Dann schlage ich einen Baum hier oben. Gleich ist Nacht. Am Tor. Ich warte auf dich. Ja, ich glaube, ich laufe zum Tor. Warte. Ja, ich laufe auf das Tor zu. So. Okay, ich mache uns schnell ein Feuer. Ja, ich bin so. Auch am Tor. Wow. Sehr gut. Noch geschafft. So, jetzt ist schon Nacht. Was hast denn du in der Hand? Feuerzeug. Ah, das ist dein Feuerzeug. Sieht aus wie eine Tasse, die brennt. Hast du Holz? Das ist ein Zip-Feuerzeug. Das ist ein wunderbares... Nee, ich habe kein Holz. Ach, warum nicht? Ich habe eine... Dings, hast du noch Holz oder was? Hast du was zu essen? Nein, ich habe kein Holz. Oh, dann brauche ich dir nichts geben, ne? Nee. Aber wenn das nicht langt, was sollen wir sonst verbrennen? Ich könnte Gras verbrennen. Ich jetzt erstmal Möhrchen. Also ich kann Gras verbrennen. Kannst du mal einen Zacken beiseite gehen? Und drei Stöckchen kann ich verbrennen. Ja, Stöckchen würde ich dann auch machen. Ich koche nämlich jetzt erstmal die Möhren durch. Oder soll ich normale Möhren aufheben? Nö, koch ruhig. Koch so ruhig durch. Okay. Ich habe mir jetzt so Rüstung hergestellt. Bin satt. Also im Zweifelsfall mache ich das Feuerzeug an, wenn die Dings leer geht. Ich habe mir auch eine Rüstung hergestellt. Sehr gut, ich brauche Ja, aber die Nacht könnte vorbei sein. Also, ich habe 5 Blumen. Kann ich das verbrennen? Nee, Pilze kann ich kochen, aber das lasse ich mal lieber. Die schiebe ich auch mal ganz nach rechts. Ja. Beeren habe ich noch in der Menge. Beeren, okay, da habe ich noch 3. So. Aber ich bin auch schon satt jetzt. Ich brauche nichts mehr zu essen. Gleiches Tag. Wir machen uns Richtung Süden mal auf, oder? Ich war noch nicht Richtung Süden, du? Also nach unten jetzt praktisch. Nein, nach unten bin ich auch noch nicht gerannt. Soll ich die großen Bäume schon schlagen? Nee. Ja. Aber jetzt noch nicht. Ich würde jetzt erstmal nochmal einen Kram sammeln, dass wir hier wegkommen. Also Bäume brauchen wir aber ganz dringend, weil sonst können wir diese Maschine nicht bauen. Okay, da sind Blumen. Noch Blumen? Ich habe 3, also dann shoppe ich jetzt mal Bäume. Ich habe 5. Ja, warte, dann gebe ich dir meine 3 Blumen. Warte. Wollen wir uns erstmal ein bisschen ausrüsten an der Stelle, wo wir da sind? Also, ja. Weißt du, so ein bisschen Material sammeln bis zum Anschlag? Können wir machen. Dann komm mal zu mir ganz kurz hoch. Dann gebe ich dir nämlich die 3 Blumen. Ja, mach zackig. Und zack. Komm, Zeit ist kostbar. Jawohl. So. So, da oben ist noch ein Blümchen. Jodle. Können wir eine Pickaxe, da können wir, hier ist ein Stein. Pickaxe habe ich schon. Ja, dann. Aber du darfst dir natürlich auch gerne eine herstellen, ne? Warum auch nicht? Der ist groß auf jeden Fall. Ja, ich werde jetzt auch mal den großen Baum hier schlagen. Der arme Baum. Das hat wir getan. Ha, schlechter Witz bei Minias. Ah, hier sind Spinnen. Hahaha. Schlechter Witz powered bei Minias. Ich habe 55%. Komm, wir machen die Blatt. Ich bin ja, habe jetzt volle Energie. Was habe ich? Damit wir direkt Grundlagen haben für dieses Wiederbelebungsteil. Ja, ja. Weil sonst wird einer von uns sterben, vorzugsweise der Minjas. Ich habe jetzt leider keine... Warte, ich brauche noch ein paar Das Spinnen. Ich schlage jetzt hier auf das Nest ein. Okay. Komm her, du. Ist eine Spinne da drin? Oh. Gleich 3 Spinnen, nimm doch nur eine. Oh Mist. Ja, die kam ja... Ich war ja nicht... Ah, nicht sterben. Die haut die nicht. Mit der linken Maustaste. Telltale-Hart. Schleim. Okay. Puh. Warte mal, was kann ich tun? Essen, oder? Sammel das Spinnennetz mal ein, was da liegt. So. Hab ich. Kannst du das... So. Hast du es kaputt geschlagen? Jups. So, jetzt verschwindet das nämlich. Guck, jetzt kommt keine Spinne mehr. Ah, ist gut. Spinnenfreie Zone. Wir müssen auch noch mehr Fallen aufstellen, dass wir mehr Häschen kriegen. Ja, wobei die Hasen ja nicht so viel Leben bringen, also, ne? Da haben wir nicht so viel von. Was kann ich denn? Ich kann Telltale Heart jetzt herstellen.
Aber dann wirst du... Dann verliere ich 40% Leben. Ja, gut. Wie viel Leben hast du denn? Ich bin voll. Hast du es hergestellt? Ja. Und? Ab 134, keine Ahnung. Sieht man das, wenn man drüber hält? Ah, 92, ja. Sieht noch gut aus. Ich überlege gerade, wo wir... Aber der Seed ist viel besser. Also was heißt der Seed? Ich meine, die Welt wird ja wahllos generiert. Random generiert, gerendemt. Genau. Gerendemt. Aber hier hast du viel mehr Kram. Ja. Wir sollten... Oh, ja, ich habe keinen Platz mehr. Weißt du was? Wir bauen jetzt hier unser Lager auf. Was? Hier mittendrin? Ja, warum nicht? Nee, ich dachte, dass wir gucken, wo noch was sind. Bauen? Wir müssen jetzt was bauen. Egal. Ja, dann lass uns da oben bauen, wo wir waren. Wird zu spät, jetzt habe ich hier das Ding aufgestellt. Du willst dich da hinbauen, na gut. Ja. Gut. Boah, jetzt Flint ohne Ende, ist ja echt super. Aber hier sind keine Hasenlöcher. Das macht nichts. Aber wir können mit mehreren Hasen irgendwas Tolles bauen. Ja. Hast du gerade einen Hasen gekillt? Nein. Dann hat irgendwas anderes einen Hasen gekillt. Zumindest gab es gerade den Sound des Hasentötens. Hast du schon ein Lager? Ja, hier bei mir. Hast du schon Steine abgekloppt, dass wir einen Steinkreis machen können? Also ein fertiges Feuer. Habe ich schon. Okay. Boah, hier ist Kram ohne Ende. Ich habe auch schon Bäume gepflanzt. War nicht irgendwas, dass man nicht zu viele Beeren oder zu viele Samen? Du sollst nicht so viele Baumsamen in der Tasche haben. Ja, weil? Weil sonst so böse Bäume spawnen. Also es gibt ja diese Erweiterung von Don't Starve. The Reign of Giants. Genau. Gedönt. Und die habe ich ehrlich gesagt nicht so intensiv gespielt, von daher kann ich da nichts zu sagen. Aber ich vermute mal, wenn du da diese zu viel von diesen Pinecones in der Tasche hast, dann spawnen da diese bösen Bäume. Und dann musst du die besänftigen. Okay. So habe ich das zumindest verstanden. Aus dem Kommentar raus. Huch. Wow, hier ist aber echt viel Kram. Weißt du, was uns fehlt? Was denn? Steine und so. Wie viel Steine brauchst du denn? Oder hast du Gold? Gold habe ich 8 Stück. Ich habe schon so ein Ding hergestellt. Hast du eine Maschine? Nee, habe ich schon hergestellt. Wenn du auf die Map guckst, solltest du die eigentlich sehen. Ja, ich war noch nicht so weit. Die Nacht ist gleich da und dann... Ja. Ich habe immer noch keine... Kann ich jetzt eine... Du hast immer noch keine... Schaufel? Kann ich jetzt eine? Keine Schaufel. Da muss ich, glaube ich, an diese Maschine gehen. So, warte mal. Wo ist die Maschine? Ja. Ich sehe die Maschine nicht. Bei mir. Ach, da oben. Hm. Ich komme, nämlich gleich wird es ganz dunkel. Ah, du hast schon gepflanzt. Das kann ich auch mal machen. Hm. Oh, natürlich nicht so. Habe ich jetzt die Schaufel? Da habe ich die Schaufel. Die rüste ich jetzt mal aus. Wir machen einen magischen Kreis der Verteidigung um uns rum. Ja, gut. Okay. Ich lege noch mal ein bisschen Holz nach. Jetzt Nacht. Jetzt ist Nacht. Ja, mach doch nichts. Be careful bei dir. Ich mach nochmal ein größeres Feuer so rum. So, was können wir denn herstellen? Ich könnte ein Straw Hat. Nee, das brauchen wir nicht. Das Grüne konnten wir herstellen, gell? Und dann wird es auch freigeschaltet. Genau. Tödliche Sachen haben wir noch nichts. Ich kann es eine Kiste machen, oder? Soll ich uns eine Kiste machen? Das ist eine sehr gute Idee. Ich dachte, wir sollten in Richtung Schweine bauen. Ja, das können wir immer noch machen. Also ich meine, wenn du genug Gold hast und so, kannst du dir sämtlichen Kram herstellen, den du willst. Shit, ich krieg kein Holz mehr hergestellt, weil mir die Loks fehlen. Mist. Ich habe nur zwei Planks jetzt. Wie viele Loks brauchst du denn? Eins oder sowas, damit ich noch einen Plank herstellen kann. Ja, warte, kriegst du gleich. Komm zu mir. Ich bin doch hier. Zu dunkel. Hab so Angst. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, so, ich werde jetzt mal ein paar Möhren kochen. Ach doch, ich hab's eingegraben. Was sollte ich dir geben? Ein Holz, bitte.
Hier, halt mal still. So. Danke. Bitte. Hast du noch genügend zu essen? Weil ich habe Möhren ohne Ende gefunden. Nein, ich der ist die. Verdammt. Ist egal, ich habe noch 4 Möhren. Sieh es. Lauf mir nur nicht vor den... Jetzt habe ich zu viel gegessen, weil ich dachte, der wird zu kochen. Nicht schlimm. So. Wir sollten dann auch, wenn wir das demnächst können, einen Herd herstellen. Also so einen Kochtopf. Sein. Ich gehe mal vor die Maschine und gehe mal aus dem Weg. So. Chest. So, ich stelle uns eine Truhe hin und zwar direkt hier hin. Mhm. Ah, dazwischen. So. Da, Kiste. Hast du normale Rocks? Nein, ich habe noch keine Spitzhacke gehabt. Ah, ist wieder Tag. Achso, das ist ja das, was wir hier haben, ne? Gut, dann mache ich mir eine Spitzhacke oder was, eine Shovel. Soll ich mir eine Shovel machen? Mach dir mal eine, ja. So. Wo waren das mit dem... So, ich gehe jetzt mal Richtung... Wo war ich noch nicht? Ich gehe mal links oben von uns hin. Wir treffen uns wieder hier, ja? Aha. Pass auf dich auf. Ja, mach ich. Du auch. Ja. Nein, warte, warte. Was denn? Wir sind am Ende einer Folge. Wir wollen es ja... Ach, wirklich? Ah, nee, wir machen diesmal ein bisschen länger. Wir machen jetzt ja... Heute ist ja Montag und kommen erst wieder Mittwoch eine. Machen wir so... 2-3 Minuten noch länger. Wo ist denn? Ich hab doch... Ah, was ist ein Pitchfork? Ach ja, diese Heugabel, ne? Klingt gut. Razor ist der Rasierer. Damit kannst du deinen Bart rasieren. Soll ich dir einen herstellen? Nö. Ich glaube, Razor ist der Rasierer. Ich mag meinen Bart. Ich weiß es nicht. Ja, Razor auf jeden Fall. Razor Edge. Das ist die Rasierklinge. Wo war denn dieses... Ach nee, wir brauchen diese Dings-Scheiße. Büffelscheiße, ja. Ja, ach. Warte. Kiste hast du gemacht, ne? Ja, ich räume mal was in die zwischen Kiste. Maschine und Feuer. So, ich räume mal da das Gold rein. Wir müssen unbedingt noch Hasenfallen aufstellen, weil wenn das wir irgendwie 2 drin. Hasen haben, konnten wir ja daraus irgendwie was Sinnvolles machen. Wenn man 2 Hasen hatte, kann man da draus... Ich habe übrigens 16 Bären. Können wir nicht irgendwann mal anpflanzen? Ach Quatsch, nein, nicht. Hallo? Ja, theoretisch schon. Nein, nicht den abschlagen. Wir brauchen aber diesen, wie heißt denn das? Wo du was reinpflanzen kannst. Ein Kübel, ein Beet. Ein Beet, genau. Und dieses Beet kann man herstellen. Mit deinen Worten, die du mal vergisst. Oh ja, ich bin alt, verdammt. Außerdem hatte ich heute einen Scheißtag auf Arbeit und da darf man Stimmt, auch mal vergessen. Wir haben heute Freitag, wir haben uns gedacht, wir zocken ein bisschen feierabendtechnisch. Genau, wir haben heute Freitag und es war extrem stressig im Büro, aber egal, das blenden wir jetzt mal aus. Der halbe Tag ist rum. Und der halbe Tag ist rum und die Folge ist rum. Nein! Doch. Jetzt doch, du hast gesagt, wir machen ein bisschen länger. Das haben war wir. Nicht länger. Das war ein gutes Stück länger. Ach, Menno. Ja, ist doof, ich weiß. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein Beet herstellen, damit wir unser Essen anpflanzen können. Auf jeden Fall. Aber ihr Lieben, wir sehen uns am Mittwoch wieder zu einer weiteren Folge von Don't Starve Together und werden wir es überleben. Wir haben Tag 3, der magische Tag 3. Nee, Folge 3 war es ja. Die magische Folge 3 war es, genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Ich freue mich auf Mittwoch, ihr euch auch. Dann sehen wir uns wieder zu Don't Starve Together. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.